Ja, es ist ziemlich schwer hier in diesem Whiteout zu navigieren. Jetzt habe ich gerade die Karte noch mal studiert, aber sie ist nicht hochauflösend genug, um hier jetzt eine wirklich gute Entscheidung treffen zu können. Deshalb steige ich hier einfach in Falllinie Richtung Tarjetskampel auf. Schauen wir mal, was passiert. Kein Horizont zu erkennen. Es geht nur ins Weiße weiter. Ich dürfte am Vorgipfel angekommen sein. Das heißt, es fällt nur die Traverse am Gipfelgrat entlang. Muss ich mal diese riesige Wächte hier vorstellen. Ich stehe hier am Grat selbst und hier geht es noch ca. 5 Meter oder mehr. Geht es hier weiter, aber das ist alles Wächte. Die Wächte beginnt schon hier. Angekommen am Gipfel. Ist das herrlich! Zekusota von Oscar Echo 6 November, Oscar Alpha Portable, OE6NOA Portable, Zekusota. OE5 Alpha Whiskey Echo, 5 und 9. Echo 6 Tango Tango Foxtrot. OE6 Tango Tango Foxtrot, Erik, hallo, grüß dich, auch 5 und 9. Ja, Horst, grüß dich, laut und deutlich. Ja, danke, Noah. Ich höre dich gerade mit 3 und 3. 3 und 3, QSL. QSL. Oscar Echo 6, Sierra, Quebec, Delta. Hallo, Dreyers, bitte kurz standby, ich brauche dickere Handschuhe, Sekunde. Okay, danke fürs Warten. OE6 Sierra Quebec Delta, grüß dich, 5 und 9. Ah, okay. Ja, 5 und 2 in etwa noch für dich da. 73, komm bitte kurz runter und auf ein Wiederhören. Servus. Man sieht keine 5 Meter mehr. Da kann ich nur auf Per-GPS jetzt gehen. Ich muss mich da voll verlassen drauf. Wow, dieser Anblick ist absolut surreal. Es ist nur weiß. Und sieht man? Ja, hier befindet sich eine Geländekante. Unmöglich zu sehen, nicht mal auf den einen Meter. Es ist eindrucksvoll, aber auch unheimlich.